Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5, heute am 9. April um 12.43 Uhr mittags. In der letzten Folge haben wir den Zwischenboss penetriert und werden jetzt hier wohl mal ein wenig... Ups, irgendwie wollte ich jetzt mit Viereck laufen, wie in einem Oldschool Survival Horror. Wir werden jetzt mal hier so ein bisschen... schauen, dass wir weiterlaufen können mit unseren... SP-Linies, also Moment, da ist ja immer noch eine fucking... Ja, genau, die konnte ich noch nicht aufmachen, weil ich noch keinen Dietrich habe. Den muss ich mir erst irgendwann bauen, bin aber bis jetzt natürlich nicht dazu gekommen. Wir werden mal schauen, dass wir hier irgendwie weitermachen können. Ach ja, das habe ich mir gedacht, als ich die Folge kontrolliert habe. Es war nicht sehr schlau, direkt zurückzugehen. Ich hätte irgendwie schauen sollen... Kann ich mich hier nicht verstecken? Schauen sollen, dass ich dann vielleicht noch bis zum nächsten Safe Room spiele oder so, weil die Gegner jetzt natürlich respawned sind. Das ist ein bisschen doof. Es wird ja wohl irgendwie machbar sein, dass wir... Ja, das... Da, hier, da. Allahu Akbar! Was? Haben wir uns gehört hier oder was? Okay. Mal schauen. Also ich hoffe irgendwie, dass die vielleicht... Blitzschwäche haben oder so, weil Ryoji hat ja hier eine Menge Blitz am Start. Eine Menge SP. Wind. Okay, hier haben wir Eis und Pistole. Eispistole, Fluch. Da klingelt's. Wieso klingeln die Leute immer, wenn ich aufnehme? Holy fucking shit. So nervig, okay. Backen wir mal. Dieser Baitenpass scheint auch nur für den Hauptcharakter zu sein, ne? Also wenn der Hauptcharakter jetzt dran wäre, dann könnte ich vielleicht abklatschen, aber so. Warte mal. Es ist ja egal. Nee, es ist nicht egal. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja nochmal Schaden machen, aber nützt es momentan nicht so die Wiese. Okay, hier könnten wir aber Feuer spammen. Es muss ja nicht immer eine Schwäche sein, aber wäre natürlich durchaus praktisch. Okay, die beiden können wir da aber weghauen. 3, 6, 9, ja, da fehlt genau einer. Ein SP, den ich brauche. Okay, hauen wir mal weg hier. Zack. Haben wir bei dem mal einen Crit gesehen? Ich glaube nicht. Zack. Vielleicht ergibt er sich ja, Sion. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich habe zwischendurch mal so überlegt, ob die Gegner hier auch etwas schlauer spielen. Also auch bewusst die Schwächen unserer Kameraden ausnutzen, aber. Wie wir eben gesehen haben, ist das nicht unbedingt so der Fall. Ja, ich habe mir so überlegt, yo, trainieren und so bedeutet jetzt natürlich, dass ich hier wieder... Die Gefahr besteht, dass ich hier vielleicht nicht so viel zu erzählen habe. Aber das Leben spielt mir natürlich wieder in die Karten und ich habe durchaus ein Thema parat. Aber lass jetzt mal schauen. Erstmal schauen, dass wir New Skill... Die erlernt Sharps Duned. Geil. Ich glaube, das ist irgendwas... Passives. Ja, erstmal schauen, dass wir irgendwie lebendig rauskommen. Skill. Dann. Da hat gerade geklopft. Nein, ich kann gerade nicht! Oder what the fuck? The fuck, wieso hat's da gerade geklopft? Die wollten mich doch alle verarschen. Hat sich gerade so angehört, als wenn die bei mir klopfen. Sind die denn alle komplett behindert? Persona, genau so. Sharps Duned Arrange. So, geht doch. Automatically lowers the chance of taking a critical hit. Ja. Sag ich doch, passiv. Moment, das ist wahrscheinlich dann auch das Zeichen für. Wie mache ich das nochmal? Ich glaube, es gab mal einfachere Wege, an eine Person dazu kommen. So, ja, dieses Kreiszeichen wird dann wahrscheinlich immer die passive symbolisieren. Oh, ich gehe mal wieder zurück. Und dann, ja, sollte das ja gehen, weil die hier alle ihre vorgegebenen Pfade haben. Nee, das ist jetzt natürlich doof, wenn der da oben kommt. Die haben echt ein schlechtes Timing, Leute. Echt behindert. Aber wirklich, ey. What the fuck? So, jetzt. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Sehr, sehr gut. Lauf durch. Da ist noch was. Versteck dich. Huch, ist da gerade einer. Wow. Fucker, da ist doch gerade einer gespawnt.
Habe ich mich jetzt verguckt. Das war, glaube ich, Eis und Pistole. Ja, sehr, sehr gut. Direkt mal wegflanken hier. Und wobei, warte. Das war auch Blitz. Blitz, Feuer, Eis. Okay, Eis war es nicht, aber ansonsten hatte ich recht. Sehr, sehr gut. Ja, das ist schon cool, ne? Dass die dann. Man hat das dann irgendwann so ein bisschen im Blut. Obwohl man nur einmal in der Woche aufnimmt oder so. Gib mir Geld. Yo, ich glaube, das passt, yo. I suppose I help you, yo. 226, naja. Kann besser laufen, ist aber auch letzten Endes egal. So. Es ist nicht egal, aber naja. Kann man nicht ändern. Ja, wir kriegen ja noch 51 dazu. So standardtechnisch, dafür, dass wir den Kampf überlebt haben. Hier wird doch sicherlich noch irgendwas. Nope. Okay. Geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Karte. Ach so, genau. Ich muss ja hier quasi einen Weg finden. Er ist ja nicht wirklich offen. Ich kann es mit beiden Tasten machen. Okay. L1, L2. Ach so, ja, dann sollte ich das natürlich auch dementsprechend machen, damit ich hier vielleicht mal so ein fucking Schalt. Ach so, oder sowas. Jo, zack. Geh mal rüber, beziehungsweise hoch. Genau, und dann kommen wir zu neuen Gefilden, die glücklicherweise nicht mehr ganz so breit sind. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Was denn nu? Springst du da rüber? Ja. Oh, das ist cool. Das ist cool. Immer so diese Pseudo-Freiheiten hier. Ich finde es echt cool, wie sie das Gelände ausnutzen. Gefällt mir. Oh. Sieht auch schick aus. Und jetzt springen wir hier runter. There's the chest. Oh! Holy shit! Okay. Okay, das war mies. Nur gut, dass ich nicht in die Höhe halt geraten bin, aber es sind auch nur Blitzschwächen Gegner, von daher. Fuck it. Da habt euch die falsche Person ausgesucht. Gut. Den kann ich dann bezirzen. Gib mir Geld. Yo, 380, sehr, sehr gut. Das ist in Ordnung. Opa, 700, 800 war schon mega geil, ne? Vielleicht hatte ich da auch einfach nur Glück, wer weiß. 9 XP. So. Okay. So. Wood Clappers. Oh, das sieht nach einem Accessoire aus. Ich werde nie vergessen, wie ich die Dinger damals Akrosserie oder so genannt habe, weil ich das nicht aussprechen konnte. Das ist ja ein französisches Wort. Wood Clappers. Used to keep people alert for fires. Wood gebraucht, um Leute vor Feuer zu alarmieren. Alert for fires. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ach, da steht's ja, Resist Burn. Ich habe auf den Effekt nicht gelesen. Ach so. Resist Burn. Also nicht Resist Fire, sondern einfach. Es gibt ja den Zustand Gift und dann gibt es ja noch den Zustand Verbrennen. Ja, gut. Okay, aber ist es jetzt quasi optional? Ach so, hier kann ich dann jeweils hoch. Okay. Mal schauen, dass ich jetzt hier nichts vergesse. Ach so, dann bin ich wieder hier. Okay, ja, dann sollte das ja so gehen. Dann habe ich wahrscheinlich unterbewusst automatisch die Optionalität gefunden. Ja, okay. Ich werde sicherheitshalber hier aber nochmal. Hallo, geht das? Genau. Hier hochgehen. Ich habe wirklich Schiss, dass ich jetzt hier was vergesse. Geht's da gar nicht weiter, oder was? Anscheinend nicht. Hier, da kann ich ja auch nicht lang. Ja, okay, lass erstmal hier hingehen. Ich hätte schon gerne einen Safe-Raum oder so, damit ich diese Kapelle dann nicht nochmal. Das ist, glaube ich, aus der Demo. Noch so mit einer schicken, stylischen Rolle. Damit ich die Kapelle nicht nochmal machen muss, weil die ist schon sehr, sehr unangenehm. So, Wind können wir nicht dienen. Feuer, Eis, okay. Aber da setzen wir dann Blitz ein. Zack. Oh, dann.
Don't you know, don't you stop them. Und dann hauen wir mal darauf. Vielleicht schaffe ich die ja irgendwie aus unbekannten Gründen schnell, damit ich dann auch wieder ein bisschen Geld durch Zitzerei rausschlagen kann. Ja, der hat halt nicht mehr so. Wobei vier Gegner ist ein bisschen riskant. Ja, lass mal doch. Hau den mal doch weg hier. Zack. So. Ja, okay. Hakukaja, dein Ernst jetzt. Dein Ernst. Warum machst du sowas, hä? Wird doch eh alle sterben. Sollte natürlich eigentlich schon so ein bisschen aufpassen, was die so können, damit ich nicht meinen Hauptcharakter irgendwie eine Schwäche abbekommt. Bis jetzt ging das ja ganz gut. Aber ja gut, einmal nicht aufgepasst und dann hast du den Scheiß. Ich hatte jetzt 2 SP mehr. Ich frage mich, ob ich die kriege, wenn ich normal angreife. Oder wie sieht das aus? Gib mir some money. 279, okay. Hatte so minimal vielleicht so den Gedanken, dass es an den Monstern liegt. Aber nee, es ist random. Ich glaube, wir hatten auch diese Begebenheit schon mal, dass ich einmal 800 gekriegt habe oder nur einmal 200. Level up. Ranged Attack mal 8. Wo steht das? Keine Ahnung. Yo, HP, SP. Create Personas, Level 7. Herzlichen Glückwunsch. Sollte mir demnächst vielleicht auch mal wieder die Persona-Geschichten durchlesen, weil wir wahrscheinlich irgendwann zu dem Punkt kommen werden, wo wir alte Personas ablegen müssen. Oh, da ist ein... Warte mal, hier, das sieht sicher aus. Was ist das? Wobei, wenn der jetzt wieder so ein Affe kommt, ne? Ich schwöre dir. Okay. Yay, Breath Sash. Das ist schon wieder ein Accessoire. Okay. Gucken wir mal, was wir dieses Mal haben. Adds a Breath of Fire of Life to any outfit. 10 HP. Das wäre jetzt natürlich was für Ryoji mehr oder weniger. Was hat der denn eigentlich? Suspenders, that go with casual. Achso, die haben alle gar nicht. Noch gar keine wirklichen Accessoires, ne? Das ist ja natürlich interessant. Dann gib mir mal hier. Die Resist Burn. Ich habe gerade so überlegt, eigentlich, wenn wir Feuerschwäche haben, aber wie gesagt, es geht ja um Burn, es geht ja nicht um Feuerresistenz, weil dann sollten wir natürlich das für den aufheben, der Feuerschwäche hat. Hier, du kriegst die 10 HP. Dann hätten wir noch die 2 Stärke und N. Natürlich leer aus, weil sie ein Mädchen ist. Ja, sie hat das Latex-Outfit. Das sollte erstmal genügen. Was auch immer ich jetzt damit sagen will. Ich habe keine Ahnung. Okay, rein hier. Und der sieht mich ja dann. Wobei. Sind das? Nee, 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 nee. Hätte ja sein können, so Schockzustand und so. Eis! Eis! Oh, ja, doch, guck mal hier. Das können wir tatsächlich machen, wenn wir denn die richtige Persona erwischen. Genau, zack. Der war, glaube ich, Level 8 oder 9. Bezitzen können wir den, glaube ich, nicht. Und wenn, habe ich wahrscheinlich keinen Platz. Ja, Level 9. Okay. Dann gib mir doch mal Geld. 464, okay. Plus. Null. Okay, manchmal kriegt man noch was. Aber wahrscheinlich, wenn man vorher noch andere getötet hat. So wird wahrscheinlich ein Schuh draus. Okay, gibt es hier wieder irgendwas... Vielleicht irgendwas Büchertastisches, Perle. Nope. Ah, geht doch durch, okay. Hui. Nein, what the fuck? Der hat mich nicht gesehen. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Greif doch an, genau. Holy shit. So, was haben wir denn jetzt hier?
Ich glaube, das da war Feuer. Nee, das war Pistole. Okay, das wird eine harte Nummer, glaube ich. Warte mal. Ja, der hat keine SP mehr. Okay, zack, zack, zack. Finish. Wind. Das bringt mir alles gerade nicht. Warte, was haben die denn? Sie. Konnte ich nicht sehen, was die für Attacken haben. Ich glaube, das war Blitz. Haben wir hier. Hier haben wir Blitzstärke. Ja klar, das ist ja das Monster. Sonst noch irgendwas hier? Hast du mehr Resistenz? Wahrscheinlich nicht. Evil Touch, Life Drain, Life Drain, Evil Touch. Du bist Level 7, also musst du wahrscheinlich minimal besser sein. Und dann schlage ich mal. Ah, wobei, ich dachte, ich könnte so Ryoji abschlagen, weil der mal Schaden macht. Nein, kann ich nicht. Ja gut, hauen wir mal drauf. Oh, natürlich ist das ein Crit. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, dann passt es doch. Sio, Sio, Sio. Ja, 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 ja. Da kommt die Resistenz zum Einsatz. Autsch. Ich denke, wir können rushen, wenn ich den Knopf finde. Natürlich ist das der Optionsbutton. Oh, so viel dazu. Okay, Kommando zurück. Sollte der jetzt. Wie dürfte denn jetzt. Wieso? What the fuck? Der kriegt einen Zug, wenn er jemanden von uns tötet. Okay. Interessant. Nee, komm, du greifst an. 16! Ich glaube, da haben die anderen ein bisschen mehr Schaden gemacht hier. Ja, nee, Balm of Life. Rise and Fall Enemy Full. Ach so. Dachte gerade vielleicht auch volle SP. Ja, dann könnte man ja ein bisschen cheaten, ne? Wobei, ich warte, Soma? Soma? Oh, guck mal, hier könnte ich mich voll auffüllen, Mann. Könnte man ja mehr oder weniger in Betracht ziehen, hä? Wo ist denn jetzt hier mein. Mein fucking. Habe ich nicht eine normale? Nee, wahrscheinlich nicht. Die habe ich beim. Beim Bosskampf weggedumset. Are you sure the next move's the right one for you? Ach, stirb doch. Hui. Hui. Wieso habe ich dieses komische Gefühl im Hinterkopf, dass ich gleich sterben werde, wenn ich das tue. Ich mach's aber trotzdem. Oh, er panikt, er panikt. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Irgendwie nicht. Er fleht hier anscheinend auch nicht um Gnade. Ne, da kann man nichts machen. Was sagt eigentlich die Uhr? Voll kommt mir so lang vor. Nein, 2 Minuten habe ich noch. 11 XP, 232. Und wir einen Gegenstand bekommen. Guti, yeah. Ich need the safe room. Guys, I need a safe room. Das wäre echt toll. Hier kann ich mir dann wahrscheinlich so die Abkürzung schaffen, oder? Ha? Oder? Jetzt bin ich halt auf der anderen Seite. Okay. Ach nee, ja, doch, genau, das meinte ich mit Abkürzung. Ja, das ist jetzt so die Frage. Ich meine, Soma habe ich am Start. Ich gehe erstmal zurück und speichere. Wobei, warte. Wenn ich speichere, Resort und. Moment, nein. Da sind ja noch Gegner unten, das habe ich jetzt vergessen. Ach, fuck. Nee, dann bin ich nachher zu doof zum Zurückgehen und, nee. Lass erstmal weiterlaufen und schauen, vielleicht kommt jetzt hier gleich ein Safe-Raum. Holy shit. Immer schön auf der Hut bleiben hier. Jetzt nicht irgendwie was total Dummes machen. Wo geht's eigentlich hier lang? Oh, da ist doch. Da ist eine Schatzkiste und da klingt das Handy.
Okay, ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Persona 5. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob ich hier irgendwie lebendig zu einer Möglichkeit des Speicherns komme. Ob wir vielleicht irgendwie an die Schatzkiste rankommen können. Ich werde es versuchen. Notfalls kann man das Zoma ja immer einsetzen, sowieso sehr nicht, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Gegner da, der jene Truhe bewacht, ziemlich hardcore sein könnte. Naja, schauen wir mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.